Herzlich willkommen zu Krone Television. Ich stehe hier bei Stefan Brüggemann und der wird uns heute mal zeigen, wie das hier im Ersatzteilzentrum in Spelle läuft. Ja, schönen Dank, dass ihr heute da seid. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über die Ersatzteilversorgung von Krone Maschinen. Wichtig ist, dass es schnell dabei geht. Los geht's. Hier darf ja jetzt auch nicht jeder rein. Ist das richtig? Genau. Bevor wir hier reingehen, müsste ich erst noch mal deine Personalien haben und ich gebe dir einen Besucherausweis, weil wir hier als bekannter Versender zertifiziert sind. Ja, das ist ja dann besondere Ehre. Ich freue mich. Alles klar. Okay. So, was gucken wir uns jetzt an? Jetzt schauen wir uns erstmal das Großteilelager an. Da erwartet uns eine Riesenmenge von Ersatzteilen. Boah, das ist ja Wahnsinn. Kisten über Kisten, soweit das Auge reicht. Wo sind wir hier? Ja, hier sind wir im Hochregallager. Wir haben hier eine Kapazität von ca. 50.000 Artikeln auf 11.500 Quadratmetern. Wie man sieht, ziemlich hoch die ganze Geschichte. Wir sind hier 9 Meter hoch. Wir haben quasi die Teile direkt bis unter die Decke. Allerdings im wahrsten Sinne des Wortes. Und wer bekommt diese ganzen Teile jetzt? Wofür sind die? Also die Teile sind für unsere Maschinen, für alle Maschinen, die wir je gebaut haben. Nicht nur für die heutigen Maschinen, auch für frühere Maschinen. Echt, so viele und so alte Teile haben wir hier vorhalten? Ja, hier haben wir zum Beispiel ein Pflugschar. Ne? Wahnsinn, Flüge, das ist so bestimmt 20 Jahre her, dass wir die gebaut haben. Ja, bestimmt. Boah. Und trotzdem haben wir noch die gängigsten Teile für diese Maschinen. Und wohin gehen die ganzen Teile? Also wir beliefern von Spelle aus unsere Regionalläger. Wir haben in Deutschland 7 Regionalläger, zusätzlich auch noch 3 Werksvertretungen. Wir haben ein dichtes Netz von 250 Händlern. Das war ja jetzt gerade schon unglaublich spannend. Jetzt sind wir weitergegangen und ich sehe schon wieder ganz viele Kartons mit kleinen Teilen. Wo sind wir? Genau. Ja, wie der Name es schon sagt, wir sind hier im Kleinteilelager. Hier lagern wir, ja, ich sag mal, die winzigsten Schrauben, kleine Sachen, Dichtungen, alles, was, ja, klein ist. Und wo geht das hin? Kommissionierer, die holen die passenden Teile aus dem Lagerfach, legen die in den Pickbehälter und stellen diesen Pickbehälter auf die Rollbahn. Hier ist ein ganz ausgeklügeltes System. Die Rollbahn erkennt auch automatisch, wann der Pickbehälter voll ist und befördert diesen dann automatisch zum Packtisch. Ah, okay. Also ab die Post und wir schauen uns an, wo es ankommt? Genau, das machen wir jetzt. So, wir kommen jetzt hier zur Packstation. Hier werden alle Teile verpackt und auch verschifft. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Fracht zu befördern. Wir haben im nationalen Versand eine Möglichkeit, dass wir das per Nachtversand zu verschicken. Die Teile sind bis spätestens 8 Uhr morgens am Folgetag bei dem Kunden. Wir können die Sachen per Paketdienst verschicken oder auch die Spedition. In ganz eiligen Fällen können wir auch einen Kurierdienst losschicken, der die Teile direkt von der Theke bis zum Kunden hin befördert. Oder wir haben auch die Möglichkeit, dass die Kunden ihre Teile hier selber abholen. Aber da steht ja jetzt eine ganze Menge. Das ist ja jetzt nicht nur ein akutes Ersatzteil. Was sehen wir da? Genau, das ist ein Lagerauftrag für unsere Krone-Tochter Krone NA in Memphis. Die Teile werden jetzt gerade in den Container befördert und dann per Schiff rübergeschickt. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie der LKW losfährt. Okay.